Hi, ich bin's wieder, Janine, und ich melde mich zurück mit meinem ersten Adventskalender-Unboxing. Ich habe mir gekauft den Yves Rocher Adventskalender und ich bin sehr, sehr gespannt, was drin ist. Und ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Viel Spaß mit dem Video. Bevor es losgeht, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest, um keines meiner weiteren Videos mehr zu verpassen. Ja, ich habe mir dieses Jahr einen Adventskalender gekauft und es ist mein erster Adventskalender, den ich vorher noch nie mir gekauft habe. Also der ist für mich neu. Ich hoffe, dass er mir gefällt und ich bin super gespannt, was drin ist. Gekostet hat der Adventskalender 49,40, also das ist der Preis, den ich bezahlt habe. Macht pro Türchen, 2,05 €. Also ich habe mir den gekauft mit einem 5-Euro-Coupon. Jetzt gucken wir mal rein. Wie gesagt, ich habe mir den Adventskalender selbst gekauft. Das ist das gute Stück. Der passt sogar fast ganz aufs Bild. Und hier vorne ist so eine Schleife. Und dann kann man den hier, voller Körpereinsatz, kann man den hier so schön öffnen. Oder ihn einfach fallen lassen. Das ist der Adventskalender von innen. Das Motiv ist ein Weihnachtsbaum aus Orchideen. Super, super schön, super ansprechend. Und optisch ist das schon mal wirklich ein ganz, ganz toller Adventskalender. Ich kann ihn jetzt leider nicht wie andere YouTuberinnen hier im Hintergrund drapieren. Ich würde mir jetzt von Yves Rocher so ein bisschen wünschen, eine Abwechslung zwischen Pflege und vielleicht auch dekorativer Kosmetik, weil Yves Rocher hat ja auch dekorative Kosmetik. Ich hoffe halt darauf, dass wir so durchs breite Sortiment ein bisschen geführt werden, weil die haben ja schon viel Auswahl von allen Bereichen der Pflege und auch von Beauty. Ich würde mich auch freuen, wenn da vielleicht das ein oder andere Full-Size-Produkt drin wäre. Aber anhand der Türchengrößen wird es, glaube ich, mit Full-Size ein bisschen schwierig. Ja, ich bin einfach gespannt, wie am Anfang gesagt, hatte ich noch nie diesen Adventskalender selbst gehabt, beziehungsweise habe auch nie so die Ambition gehabt, die YouTube-Videos aus den letzten Jahren zu schauen. Ich bin ja ein Ultra-Orchideen-Fan und als ich das irgendwie gesehen habe, durch Zufall oder durch den Algorithmus oder durch was auch immer, mir dieser Adventskalender bei Google vorgeschlagen wurde, dachte ich so, naja, gucken wir mal rein. Ich weiß nicht, was drin ist, ich bin gespannt und wir starten doch einfach mal mit dem Türchen 1. Ich möchte diesen schönen Orchideentannenbaum nicht kaputt machen. Das ist das Türchen 1 und das sind solche schönen, aber auch hochwertigen Pappschächtelchen. Ja, und hier steht auch immer so ein bisschen was drauf, was das wohl ist. Und in Türchen Nummer 1 haben wir eine 50 ml Bodylotion Pomegranate Magnolia. 50 ml ist eine annehmbare Größe. Ich habe zwar letztes Jahr immer so geschimpft, wenn so kleine Größen drin waren, aber 50 ml ist eine Größe, mit der man mal was anfangen kann. Und ich rieche jetzt mal dran. Sehr süß. Also man riecht halt schon den Granatapfel und das ist ein Produkt, auf das ich mich sehr freue. Ich finde auch Yves Rocher ist so ein bisschen bekannt für die Gerüche. Ich finde, die haben immer sehr angenehme, sehr schöne Gerüche. So, wo ist denn die 2? Türchen Nummer 2 ist ein Bade- bzw. ein Bade- und Duschgel in der Duftrichtung Vanille Orchidee. Ich finde ja Orchidee, so wenn man so an der Orchidee riecht, aus dem Supermarkt oder wie auch immer, die haben ja keinen eigenen Geruch. Aber das riecht sehr blumig. Vanille könnte ich mit ganz viel Fantasie rausriechen, aber dieser Orchideengeruch ist halt sehr, sehr blumig. Und das ist eine Größe mit 50 ml. Ist auch was, wo man vielleicht öfter mal duschen kann. Aber ich glaube, mit Full Size wird es knapp. Die Nummer 3. Ich finde ja die Schächtelchen so schön und wenn man so an Weihnachten ein kleines Geschenk irgendwie verschenken möchte, da eignen sich diese Schächtelchen schon. Ich finde die sehr schön. Türchen Nummer 3 ist ein 30 ml Repair mit Shea Butter und Calendula Body Scrub. Ja, das ist jetzt so 30 ml, ist halt natürlich was anderes als 50 ml. Riecht ein bisschen süß-nussig. Das ist jetzt was ich mit ins Fitnessstudio nehmen kann von den Größen her. Wo ist denn die Nummer 4? Die Nummer 4 ist eine schmale Verpackung.
Okay, ich sag erstmal, was es ist. Ein korrigierendes Serum in 5 Milliliter. Das hat so irgendwie einen Augencreme-Charakter durch hier diesen Deckel. Ja, das ist schon hart an der Grenze. Also letztes Jahr wäre ich, glaube ich, die Wände hochgegangen, wenn ich das unboxed hätte. Das ist halt eine Größe, die man... Also ich muss jetzt ein bisschen überlegen, wie ich das ausdrücke. Nicht, dass ich noch irgendwie als undankbar betitelt werde, aber das ist halt eine Größe, die kriegst du in der Zeitschrift. Oder wenn du was bestellt hast, kostenlos dazu, wobei du, um so eine Probe zu kriegen, natürlich auch Geld ausgeben musst. Aber das ist jetzt so hart an der Grenze. Du schreib mir gerne mal deine Meinung zum Kalender in die Kommentare und auch zu diesen Größen, weil ganz ehrlich, wenn man jetzt das vor ein paar Jahren in den Kalender gemacht hätte für 50 Euro, ich glaube, da wären die Leute Sturm gelaufen, aber so mittlerweile ist das ja schon fast Usus. Finde ich jetzt nicht so gut. Also wenn da mehrere solcher Größen drin gewesen wären, dann hätte ich gesagt, naja, okay, aber so eine Größe. Na. So, suchen wir mal die Nummer 5. Wo ist denn die Nummer 5? Ich ahne Böses, weil das von der Größe her wieder so ein Schächtelchen ist. Nein, wir haben Glück. Oder ich. Das ist ein Karité Shea Lip Balm. Ist das eine Full Size? Ich gehe mal davon aus. Oh, der riecht nussig. Ich würde jetzt sagen, von der Größe ist das ein Full Size. So, das nächste Türchen ist Nikolaus. Nikolaus ist ein größeres Türchen und hoffentlich haben wir da auch was Schönes für den Nikolaus drin. Und es ist ein festes Shampoo. Was gut ist. 25 Gramm, ist doch toll. Das riecht auch gut. Das ist ein Nutrition Shampoo mit Ölen von Bioblüten für trockenes und sehr trockenes Haar. Ja, das ist schon mal gut. Ich glaube, sowas kann jeder gebrauchen. Ich persönlich bin ja nicht so unbedingt der feste Produkte-Fan, aber das ist ein gutes Produkt. Für die 6 gut. Ein größeres Türchen mit einem Produkt. Das ist die passende Handcreme zu dem Duschgel, was wir vorhin drin hatten. Die Vanille Orchidee Handcreme. Das ist ein schönes Produkt. Und ich finde auch Yves Rocher, ich habe da schon einiges von denen getestet, ist ja auch für die schönen Handcremes bekannt. Und Vanille Orchidee ist ein guter Duft. So, das war die 7. Wo ist denn die 8? Ganz da unten. Oh, die 8 ist ein schweres Türchen. 50 Milliliter von dem Micellenwasser. Ja, ist ganz gut, wenn du mal irgendwo anders übernachtest. Also wenn man so ein Full-Face-Make-up hat, wird es schwierig mit mehrmals benutzen. Aber ist okay. Ich finde es aber schön, dass wir bisher sehr abwechslungsreiche Produkte hatten. So, nach der 8 kommt die 9. Die 9 enthält einen Duft, nämlich das Levidors Eau de Parfum in 5 Millilitern. Das ist jetzt auch sowas... Ja, 5 Milliliter, weil es ist immerhin ein Eau de Parfum. Wir riechen mal dran. Ich hoffe, ich kriege das auf. Sehr blumig. Wie wenn du in eine Parfümerie gehst. So zu einer Parfümerie, wo es teure Düfte gibt. Das riecht schon sehr hochwertig. Und ich glaube auch, dass das ein Eau de Parfum ist. Ich meine, es ist ein Eau de Parfum. Da sind ja dementsprechend Duftöle drin. Aber ich glaube, das hält schon lange. Das riecht so, als würde es lange halten. Ob das jetzt Sinn macht, man weiß es nicht. So, das war jetzt die 9. Jetzt haben wir logischerweise die 10. Oh, die 10. Die 10 ist auch ein großes Türchen. Gut, mit großen Türchen meine ich halt für den Adventskalender. Oh, da haben wir das Repair Shampoo mit Jojobaöl. Das ist kein festes Produkt. Also wir hatten ja vorhin das Shampoo in fester Form. Das ist jetzt halt das Shampoo in flüssiger Form, sind keine Sulfate drin. Riecht nach Yves Rocher. Also ich finde, es gibt so einen Yves Rocher Duft und so riecht das. Das riecht jetzt nicht irgendwie besonders nach Orchidee oder so. Ist ganz gut, die 10. Wo ist denn die 11? Die 11 ist ein sehr leichtes, sehr kleines Produkt und ich habe etwas Angst. Ja. Das Türchen Nummer 11 enthält eine Zika-Creme in 5 Millilitern. Zika ist doch, glaube ich, dieses Tigergras, ne? Wo die Tiger sich dran reiben, wenn sie Wunden oder sowas haben. Cooler Inhaltsstoff,
aber das ist halt original eine Größe, die hat man bis vor ein paar Jahren noch in der Zeitschrift gekriegt. Und 50 Euro, wie ich es auch bei diesem ersten Produkt dieser Größe gesagt habe. So, wo ist denn die 12? Die 12, die Halbzeit, ist wieder ein größeres Türchen mit einem 30 Milliliter Botanical Balm Dry and Damaged Hair. Das ist hier so ein Leave-In-Produkt. Ist auch gut, nehme ich dann auch mit in meine Fitnessstudio-Tasche. Hat das etwa einen Geruch? Wir gucken. Nee, das hat jetzt keinen besonderen Geruch. Oder meine Nase ist schon so benebelt, dass ich nichts mehr rieche. Ist in Ordnung. Ich möchte kurz ein Zwischenfazit geben. Ich finde, von der Produktpalette lernen wir auf jeden Fall einiges kennen. Was mir bisher am besten gefallen hat, ist wirklich der Duft. Das ist ein Duft, den ich auf jeden Fall testen werde. Und ich finde es auch schön, dass wir von ziemlich vielen Produktkategorien was kennenlernen. Und was mir auch noch gut gefallen hat, ist diese Orchidee-Dusche und die Orchidee-Handcreme, weil das hat wirklich gut gerochen, zumindest die Dusche. Was ich halt ein bisschen uncool finde, sind wirklich diese Mini-Mini-Mini-Größen. Es gibt einen Unterschied zwischen Reisegrößen und es gibt einen Unterschied zwischen Probegrößen. Und diese Mini-Dinger sind für mich Probegrößen und ich finde es uncool, dass man für das Geld eine Größe in einem Türchen hat. Das finde ich so ein bisschen uncool. Aber wir sind gespannt, wie es weitergeht. Und bisher hatten wir leider noch nichts Dekoratives. Vielleicht kommt da noch was. Das würde mich ja freuen, weil die Frische hat ja durchaus auch dekorative Produkte drin. So, jetzt geht's weiter mit der 13. Ich bin immer so blind. Ah, hier. Oh, die 13 ist auch wieder relativ schwer. Oh, hier haben wir noch ein Micellenwasser. Nein, das ist ein Make-up-Entferner mit 50 Milliliter. Ja, ist auch wieder cool, wenn du irgendwo übernachtest oder einen Tag oder was im Urlaub bist oder so. Oder zwei Tage. Ja, wir haben jetzt Produkte, wo man die Pampe abnehmen kann. Aber vielleicht haben wir auch irgendwie ein Produkt, das man abnehmen muss, also sowas Dekoratives. Hat das jetzt jemand verstanden? Ich weiß es nicht. 13, wo, jetzt haben wir die 14, ne? Ich komme mir vor, als könnte ich nicht zählen. Nach 13 kommt ja die 14, ja. Die 14 ist wieder ein kleines, leichtes Produkt. Uncool. Ach, jetzt haben wir schon wieder so eine kleine Creme. Was haben wir denn hier überhaupt? Wir haben die Hydra Gel Creme 48 Stunden Nonstop Hydration. Hätten die jetzt irgendwie so eine Größe mit 15 Milliliter Produkt, hätte ich gesagt, okay, 7 Milliliter, das hat so einen Zeitschriftencharakter. Das ist irgendwie ein bisschen, 50 Euro. Und wenn man jetzt mal bedenkt, dass man pro Tür 2,05 Euro bezahlt. Also ich bezahle ja für 7 Milliliter will ich keine 2 Euro bezahlen. Dementsprechend müssten diese 2 Euro ja wieder irgendwie ausgeglichen werden. Ich meine, es geht ja nicht nur darum, günstig was abzuschnappern bei Adventskalendern, wobei bei mir schon, also ich freue mich, wenn ich was günstig abschnappern kann, aber so, ich weiß halt nicht, das ist schon echt hart an der Grenze, eigentlich schon über der Grenze, weil 50 Euro sind 50 Euro. Und wenn man mal bedenkt, dass der im Original eigentlich 55 Euro kostet, man bezahlt ja dementsprechend mehr als 2,05 Euro pro Türchen. Ich weiß es nicht. Also, und ich weiß halt auch nicht, ob es dann so ein Duschgel mit 50 Milliliter oder weiß nicht, ein festes Shampoo, ob es das dann wieder rausreißt. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Und ich glaube halt einfach, dass ich wieder so Kommentare kriege mit, ich bin undankbar, weil man muss immer bedenken, dass ich mir alles hier selbst kaufe. So, wir haben die zweite Handcreme aus der Monoi de Tahiti-Reihe. Das ist ja, glaube ich, mit die bekannteste Reihe der Marke. Gefällt mir gut. Das ist, glaube ich, ein Full-Size-Produkt, oder? 15. So, jetzt haben wir die 16.
Wir haben doch hier kein dekoratives Kosmetikprodukt, oder? Das Produkt nennt sich Rouge Elixir Glow und es ist die Farbe Camellia Rose. Das scheint mir so ein Lippenstift zu sein. Oder ein Lipbalsam. Das ist aber ein schöner Ton. Das ist ein sehr, sehr universeller Ton. Dieser Ton kann jeder benutzen. Das ist wirklich ein schöner Ton. Wow, also der gefällt mir jetzt gut. Das ist aber ein schönes Türchen und wir haben endlich mal ein dekoratives Produkt in der Nummer 16. In der Nummer 17 haben wir die Repair Shea Butter und Calendula Body Milk. Das ist, glaube ich, die gleiche Body Milk zu diesem Body Scrub, das wir hatten. Hat so den typischen Yves Rocher Duft. Die 18 und mir schwant schon Schlechtes. Nein. Das ist das Produkt in 7 Millilitern. Und zwar haben wir hier eine Maske, The Ultimate Regenerating Care Day and Night Mask. Da hätte ich mir jetzt vielleicht einfach so ein Sachet gewünscht, vielleicht so ein Doppelsachet, weil das hier hat halt auch wieder so ein Zeitschriftcharakter, das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also das finde ich jetzt so eine, wie wird man sagen, eine Grenzüberschreitung, weil das hier, also die, Entschuldigung, aber die Größen, boah, ich bin jetzt halt maximalstens genervt gerade. Also der Adventskalender hat schöne Produkte bisher. Und natürlich habe ich auch Verständnis, dass nicht überall Full Size drin sein kann, aber das ist halt schon, ich weiß nicht, die wievielste Probegröße das ist, aber das irgendwann reicht es halt. Wo ist denn die 19? Die 19 ist auch ein kleines Türchen, etwas schwerer. Oh, das ist cool. Ein Nagellack in Bronze. Also ich bin froh, dass wir hier bisher keinen schwarzen Kajal oder keinen roten Nagellack hatten. Das ist wirklich ein schöner Ton, der gefällt mir gut. 35 Bronze d'Or ist die Farbe. Ein wirklich schöner Nagellack. Der gefällt mir gut. 20 ist ein etwas schwereres Türchen. Oh, wir haben hier zu der Nummer 1 das Pomegranate Magnolia Dusch- und Badegel. Da freue ich mich drauf. Boah, das riecht so gut, das riecht so richtig fruchtig. Also da freue ich mich wirklich drauf. Also irgendwie ist gerade jetzt die 21 verschwunden. Hallo, hat mir jemand die 21 geklaut? Ach, hier oben. Die Nummer 21 ist aus dieser Monoi-Reihe die Body Milk. Ist eigentlich fast von der Größe her wie die Handcreme, ne? Wie riecht denn das eigentlich? Ja, genau. Ich kenne den Geruch, aber das ist jetzt nicht mein Lieblingsgeruch. Da finde ich den Pomegranate-Duft um einiges besser. Die Nummer 22 ist eine Hydration-Maske. Das ist doch meine annehmbare Größe. Also da kann man bestimmt auch mehrmals die Maske machen. Das ist schon mal ganz gut. So eine Hydration-Maske kann auch jeder gebrauchen. Ich liebe Gesichtsmasken, ja. 23. Wir haben es bald geschafft. Wir haben die Nummer 23. Und die 23 ist ein Bade-Duschgel mit Oat and Buckwheat. Hafer und Buchweizen, wenn ich mich richtig erinnere. Und wie riechst du? Ein bisschen nussig, finde ich. Riecht aber gut. Und wir sind bei der Nummer 24 beim letzten Türchen, beim hoffentlich Highlight. Ja, wir haben hier eine Mascara. Ich verzichte darauf, die Mascara auszusprechen, weil ich glaube, das haut nicht ganz so hin. So, diese Mascara ist eine interessante Mascara. Die hat ein löffelartiges Gummibürstchen. Das ist eine sehr interessante Mascara und für die Nummer 24. Also ich finde das schon ein Highlight-Produkt vom Kalender. So, ich blende dir nochmal eine kurze Übersicht ein über den Kalender mit den Produkten und wir sehen uns aber gleich noch zum Fazit. Kurz zum Fazit. Also meine Highlight-Produkte waren auf jeden Fall in der Nummer 24 die Mascara. Dann fand ich auch die Produkte mit dem Granatapfel super interessant, die Body Milk und das Duschgel.
Die haben für mich super, super gut gerochen, genauso wie diese Vanille-Orchidee-Reihe. Also auf diese Produkte freue ich mich. Und der Lippenstift ist auch für mich ein Highlight. Und der Duft, auch wenn es nur 5 Milliliter sind. Ich finde den Kalender im Allgemeinen durchwachsen. Es gibt Produkte, die waren für mich Highlights und ich konnte auch ein paar Highlights aufzählen, was schon mal gut ist. Aber ich finde jetzt halt gerade so diese 5 Milliliter Produkte, die gehören jetzt nicht in einen Adventskalender für 50 Euro. Zumindest keine dieser kleinen Größe als ein Türchen. Also wenn es jetzt mehrere Produkte in einem Türchen gewesen wären, hätte ich gesagt ja. Aber so eins ist halt, finde ich, schon hart an der Grenze. Und da waren ja auch mehrere Produkte drin und ich habe vorhin so schön gesagt, für mich ist da schon eine Grenze überschritten. Finde ich uncool, ob es da jetzt Produkte gibt, die das Ganze vom Wert her dann irgendwie raushauen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was die Mascara kostet in der 24, keine Ahnung. Ja, ich finde es schön, dass wir so durch das Sortiment ein bisschen geführt worden sind. Es gab jetzt kein Produkt, wo ich sage, boah, wir haben viel zu viel von dieser einen Kategorie an Produkt, sondern ich finde schon, dass wir eine schöne breite Produktpalette haben. Zum einen dekorative Kosmetik, wobei für mich persönlich hätte ein bisschen mehr Dekoratives drin sein können. Aber wir haben einen Duft, wir haben ein Duschgel, wir haben ein Body Scrub. Also für mich ist schon Abwechslung dabei. Ja, weil diese Pröbchen, da muss ich halt ehrlich sagen, sorry, das gehört für mich in eine Zeitschrift für 3,50 Euro. Ich weiß nicht, das hat nichts in einem Adventskalender zu tun für 50 Euro. Und 50 Euro haben oder nicht haben ist halt auch so eine Sache, weißt du. Und ich muss halt auch schon sagen, und das habe ich letztes Jahr auch mehrmals betont, dass wir natürlich eine wirtschaftliche Situation haben. Ich meine, die ist, wie sie ist, diese Situation. Aber man merkt halt schon, das habe ich letztes Jahr gemerkt, das werde ich auch dieses Jahr noch mehr merken oder ich bilde mir ein, das bei diesem Adventskalender zu merken, dass die Hersteller teurer werden, also nicht nur auf Beauty oder Adventskalender bezogen, sondern im Allgemeinen werden die Hersteller oder die Produkte immer teurer und du kriegst gefühlt oder ich für mein Geld immer weniger und das merkt man halt auch hier. An so, ich sag mal, Füllprodukten, an Probegröße-Produkten und ja, also als Abschlussfazit, um das Ganze zusammenzufassen, ich finde die Produktpalette toll, die Produkte, die drin sind, sind toll, aber das mit den Probegrößen geht für mich persönlich, finde ich, jetzt nicht so klar. Aber wenn du da anderer Meinung bist, würde ich mich sehr, sehr über deine Meinung freuen. Ja, das war's mit meinem Unboxing und ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich beende an dieser Stelle das Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, hab einen schönen Tag.